Luca Hischier, Gratulation zum Sieg nach Penaltyschiessen. Zu deinem Penalty kommen wir dann auch noch. Wie hast du das Spiel gefunden? Ja, wir sind eigentlich nicht schlecht gestartet, habe ich gefunden. Wir haben ist an einem Gameplan festgehalten, haben Druck gemacht. Aber nachher ist es unglücklich zu 1-0 gekommen. Aber wir haben uns nicht aus der Bahn bringen und sind nachher prompt noch in 4 gegangen, schnell noch 3 gleich gemacht. Und nachher noch ein paar Plätze 2-1. Ja, es war nachher unglücklich, es ist noch das 2-2 passiert. Aber schlussendlich ist es wichtig, dass wir jetzt 2 Punkte haben. Gestartet seid ihr super ins erste Drittel. Im zweiten Drittel habt ihr mehr als dominiert, aber die Chancenauswertung war mangelhaft im zweiten Drittel. Ja, das ist so. Ich weiß auch nicht, an was das liegt. In Genf haben wir auch ab und zu ein paar Chancen gehabt, aber einfach nicht machen. Ich denke, wir müssen sicher kaltblütiger werden vor dem Goal. Gut, apropos kaltblütig, das bist ja du gesehen im Penalty. Wie hast du erlebt, der Siegespenalty? Das ist ja immer etwas Spezielles, oder? Ja, es war ein schönes Gefühl. Ich habe eigentlich probiert, zuerst das Publikum auszublenden, dass ich nicht zu nervös bin. Und nachher einfach mir vorgenommen, den Move zu machen. Nachher habe ich es probiert und es ist aufgegangen. Und nachher habe ich es genossen, gerade im Moment. Ja.